schönen guten Abend zu unseren Heimatgeschichten. Jede Woche erkunden wir für Sie eine Gemeinde in unserer wunderschönen Heimat. Diese Woche sind wir 65 Kilometer südwestlich von München in der Gemeinde Theining. Das erste Mal in einer Urkunde erwähnt wurde der Ort im Jahre 1083. Heute hat die Gemeinde ca. 1100 Einwohner. Wir haben einen Bildhauer kennengelernt, waren bei einer Ausstellung im Rochelhaus und bei einem Holzblasinstrumentenbauer. Und heute starten wir mit dem Bürgermeister der Gemeinde, mit Leonhard Stork. Und ihn treffen wir an einem ganz besonderen Ort. Stork, jetzt haben Sie uns hier in den Dorfladen Theining geführt. Was hat es hier auf sich mit dem Laden? Ja, wir haben den Dorfladen gegründet. Im Jahr 2015 haben wir das begonnen, als bei uns das Edeka-Geschäft aufgegeben hat im Dorf und dann auch unser Bäcker. Oh. Und dann gab es keine Einkaufsmöglichkeit mehr für die Leute. Mhm. Und deswegen habe ich dann ein Seminar besucht in der Schule für Dorferneuerung in Thierhaupten mit dem Wolfgang Grill vom Dorfladen-Netzwerk und sind dann in die Gründungsphase gegangen, haben Arbeitskreise gegründet und wollten einfach wieder eine Einkaufsmöglichkeit für unsere Leute im Dorf schaffen. Und wir haben das auch geschafft dann. Bis zum Jahr 2017 war die Gründungsphase, haben den Standort festgelegt hier. Natürlich war das nicht so einfach. Der Standort außerhalb vom Dorf. Mhm. Eigentlich wollten viele Leute, dass es im Dorf ist. Aber wir haben uns letztlich im Gemeinderat entschieden, den Standort hier zu nehmen, damit man auch die Handwerker mitnehmen kann, die eventuell mit dem LKW kommen, mit den Fahrzeugen, um nicht das Dorf zu sehr zu stören. Und deswegen haben wir den hier gebaut dann, haben die Dorfladen GmbH gegründet mit den stillen Gesellschaftern. Und das heißt, jetzt gehört der Laden jetzt der Gemeinde? Oder wie funktioniert das genau? Ja, der Laden gehört eigentlich den stillen Gesellschaftern, die sich mit 80.000 Euro eingebracht haben. Und das sind Kapital. Dann einfach Bewohner aus Theining? Das sind Bewohner aus Theining und dem Umkreis. Ah, okay. Ja. Die Mindestbeteiligung war 200 Euro und immer in 200 Euro Schritten nach oben, nicht begrenzt. Mhm. Es gab auch Leute, die haben 1.000, 2.000 Euro eingelegt. Und, oder halt mindestens super. 200. Und wie viel Theininger, also wie viel Stille sozusagen gibt es dann da, machen mit? Ich glaube, dass es um die 230 sind sowas. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, müsste genau nachschauen. Aber so eine Zahl schon. Aber ja, das ist ja super, weil dann kommen die ja auch zum Einkaufen schon mal sicher wahrscheinlich. Genau, da gibt es natürlich dann die Gesellschafterversammlung. Alle 3 Jahre muss der Aufsichtsrat neu gewählt werden. Haben wir jetzt nicht geschafft durch Corona, konnte man die Versammlung nicht machen. Aber das werden wir nachholen. Der Aufsichtsrat, den gibt es, sind 5 Leute. Und die Gemeinde ist mit 25.000 Euro Stammkapital der Gesellschafter. Und so ist das Konstrukt und so läuft es. Also die Mitarbeiter werden ganz normal bezahlt, mit mindestens Mindestlohn, müssen wir ja bezahlen. Aber wir sind schon ein bisschen drüber. Mhm. Super. Und der Laden läuft? Und der Laden läuft jetzt. Anfang war es schon Anfangsschwierigkeiten, natürlich, bis man das alles im Griff gehabt hat. Also ein richtiges Vorzeigeprojekt hier, der Dorfladen. Hat das Dorf ja auch wieder ein bisschen belebt. Hat das Dorf belebt. Genau. Jetzt kommen die Senioren hier zum Seniorenkaffee, zum Kaffee trinken. Ja, schön. Also es ist schon ein Treffpunkt. Auch, ist ein Treffpunkt, ist mittlerweile ein Treffpunkt, wo sich die Leute gern treffen. Okay. Freut uns natürlich. Ja, und Herr Stork, jetzt werden Sie uns noch zur St. Wolfgang-Kirche führen, weil uns der Herr Altbürgermeister da auch die berühmten Votivtafeln zeigt. Genau, unsere St. Wolfgangskirche, ehemalige Wallfahrtskirche, neben unserem sanierten Rochelhaus. Das besuchen wir auch noch dann. Die ganzen Highlights hier aus Theining, das werden wir jetzt anschauen. Ja. Da machen wir das. Okay. Doch vorher möchte uns Herr Stork noch diesen Aussichtspunkt zeigen. Genießen Sie mit uns diesen wunderbaren Ausblick auf Theining und die Berge.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben jetzt hier die Wallfahrtskirche St. Wolfgang aus Teining und den Altbürgermeister Hans Keller habe ich hier neben mir. Grüß Gott, Herr Keller. Grüß Gott. 22 Jahre im Amt gewesen, unglaublich. Und Sie kennen sich aus hier mit der Ausstattung in der Kirche, gell? Ja. Genau. Und dann gehen wir doch direkt rein. Ja, schön. Super. Herr Keller, das ist ja eine unglaubliche Ausstattung hier. Was können Sie mir darüber erzählen? Herr Gott, die Kirche, die geht im Ursprung zurück auf das Jahr 1430. Da hat der Teininger Bauer Johann Schäffler eine Wallfahrt nach St. Wolfgang im Salzgemagut unternommen. Ist auf dem Rückweg krank geworden und hat gelobt, dass er die Kirche baut. Und dann kurz darauf hat er dann die Kirche ja tatsächlich gebaut. Das war 1459 ungefähr. Und die Kirche ist aber dann im Dreißigjährigen Krieg komplett ausgeräubert worden. Die war also komplett leer. Und es sind aus dieser Zeit dann nur noch 5 Figuren übrig. Das ist mal der Wolfgang am Hochaltar, dann links von ihm der Johannes der Täufer, dann der Corpus Christi im Mittelaltar und links jetzt die Madonna mit dem Kind und rechts der heilige Wolfgang, die kleine Figur. Das sind eigentlich so die Gnadenfiguren wohl gewesen, die dann auch die Wallfahrt bewirkt haben. Also das heißt, da sind wirklich viele Menschen hierher gepilgert. Es war zu der Zeit, die Wallfahrt hat ja Blüte gehabt, so im 16., 17. Jahrhundert. Und da sind an den Hauptwallfahrtstagen, das war der Pfingstdienstag und der Wolfgangstag am 31. Oktober, da sind bis zu 25 Prozessionen aus der ganzen Umgebung zum heiligen Wolfgang gewallfahrtet. Und so hat sich das dann eben entwickelt. Und wer hat dann diese restliche schöne Ausstattung gemacht? Das ist dann ja diese, wo die Kirche dann eben leer war, ist im 16. Jahrhundert ungefähr ein Pfarrer David Gut aus Landsberg nach Teining kommen. Und der hat sich dann sehr darum bemüht, dass die Kirche wieder ausgestattet und wieder renoviert wird und in Betrieb genommen wird. Und da sind dann auch die ganzen Ausstattungsdinge entstanden. In relativ kurzer Zeit eigentlich der Hochaltar, die beiden Seitenaltäre. Und es ist dann eben das Besondere daran, es sind eigentlich alles Heilige, die man irgendwie für sein tägliches Leben braucht hat. Wo die Leute dann damals eben Hilfe gesucht haben, in der Kirche, es war ja noch keine Krankenversicherung und keine sonstige Absicherung da. Und so hat man halt seine Zuflucht zu einem Heiligen gesucht. Und die sind jeweils mit ihren Attributen ausgestattet. Das weist darauf hin, für was sie eigentlich angerufen worden sind hauptsächlich. Wie der heilige Wolfgang, das war seit jeher ein Pferdeheiliger, der also in der Landwirtschaft sehr wichtig war. Neben ihm, wenn man dann den Hochaltar durchgeht, Johannes der Täufer, Schutzpatron der Schafe und Kleintiere. Und rechts von ihm der heilige Leonhard, der ist ohnehin bekannt da bei uns als Schutzpatron der Gefangenen und der Pferde natürlich. Dann im Seitenaltar, die sind also so aufgebaut, wie früher eigentlich ja die Sitzordnung in den Kirchen war. Also rechts die Männerseite, links die Frauenseite. Und das spiegelt sich ja wieder in den Altären. Da ist also die Heilige in der Mitte, die Ottilie,
wird angerufen bei Augenleiden. Das war ja eine Adelstochter, die blind geboren war und dann vom Bischof Erhard in Regensburg wieder sehend gemacht worden ist. Und am rechten Altar ist der Stephanus in der Mitte, der ja bei Steinleiden und bei allen, bei Fuhrleuten und bei allen entsprechenden Krankheiten angerufen worden ist. Daneben der Christophorus und rechts dran der Fitus oder Veit mit seinem Siedekessel. Der ist zwar angerufen worden, vor allem bei Epilepsie und Veitstanz. Der Name kommt ja von seinem Namen. Und man hat ihn auch angerufen gegen Bettnässen. Ja, es gibt so ein Stoßgebet, das man dann zum heiligen Fitus gerichtet hat. Lieber St. Veit, weck mich zur rechten Zeit, nicht früh und nicht spät, dass nichts ins Bett mehr geht. Super. Vielen Dank, Herr Keller, dass Sie uns Ihr Wissen preisgeben. Sie können uns hier wirklich jeden Heiligen erklären. Danke, dass wir hier sein durften und uns Sie diese schöne Kirche gezeigt haben. Vielen Dank. Das war es, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Gemeinde Teining von der Wallfahrtskirche St. Wolfgang. Wiederschauen.